guten Morgen zu Tag 7, letzter Tag leider schon. Schaut mal, wo wir heute geschlafen haben. Und wir dachten schon, das wären gestern einige Taschen. Wir stehen im Startblock zum allerletzten Mal für diese Transalp. Ja, jetzt ist echt schon relativ entspannt alles. Vorne findet wie immer das Briefing statt. Und ja, jetzt geht's heute mal nach Malbeno, nicht zum Gardasee. Ich bin echt gespannt, ob das jetzt besser ist oder gleich. Auf jeden Fall werden uns dadurch 700 Höhenmeter Trail geklaut, weil Malbeno liegt deutlich höher als wieder Lago. Und von dem her, naja, hoffen wir, dass die Party umso besser wird. Was sagst du denn dazu? Ich lasse das alles auf mich zukommen. Und heute heißt es genießen, oder? Viel Spaß, genießt es, genießt die vier Seen, genießt den Trentino, genießt den Morgen. So, schließen wir ab, wie wir begonnen haben, mit den Kelligen. Das Zwiebeln und dann ab in den See. Oh ja. Aber erst wird noch ein bisschen gerannt. Oh ja. Heraus. Ist gar nicht so leicht, weil es hier doch alles recht eng ist. Yay! Morgen! Ja auch! So, jetzt steht überhaupt quasi alles. Und wie ist die Stimmung so beim letzten Tag? Bier! Bier! Und hier Stimmung! Da sieht man wieder, hinten ist die Party größer wie vorne. Was ist denn hier los? Sie ist unglaublich schnell, aber sie drängelt nicht ganz so böse wie wir, glaube ich. Da wird geschoben. Morgen, Petra. Morgen. Hier sind wir jetzt nochmal Trento von oben. Gestern kamen wir von der anderen Seite. Das ist übrigens auch einer der echten Helden der Transalp. Er ist beinahe doppelt so alt wie ich. Aber immer gleich schnell, mindestens. Und er hat einen Partner, der schneller fährt. Die Transalp ist viel lustiger, wenn man selber einen Tick besser ist. Da hat er recht, da hat er recht. Man will sich nicht lumpen lassen vor seinem Partner. Also kämpft man. Da leiden die Carbonsohlen. Nobody else.
für diese Transalp. Traurigst. Und ja, das ist Freddy. Ja, so schaue ich aus, wenn ich beim Trail überhole, vermutlich. Da ist der Maskenbildner, oder wie nennt man das dann jetzt? Ja. Der Küche. Hi, servus. Ah. Moment mal, ich habe da jemand, der ist total mediengeil. Wie süß! Hallo, Fini. Oh Gott! Das ist Fini. Fini von Team Maulwurfen. Mega! Ihr seht, ich bin nicht die einzige Irre hier im Feld. Oh ja, er braucht auch ein Velo. Hier ist kein Mensch irre. Wir haben nur Dursten. Ja, sauber. Da ist der Frank. Heute übrigens in der echten Lederhose. Lässt er sich nicht lumpen am letzten Tag? Geht wahrscheinlich besser wie mit der anderen. Hä? Naja, hält sich in Grenzen. Schaut sie euch an, die schöne Lederne. Auf der Wiesn war die natürlich auch schon. Wenn die erzählen könnte. Hey. Und ihr wisst ja, nach der Transalp ist vor der Wiesn. Schaut ihn euch an, den Frank. In der echten Lederne gibt er sich die 2-4. Gestellter Körper, 7 Tage Transalp. Oh yeah. Anders behaupte, hat trotzdem Spaß gemacht. War geil. Da kommt er wieder. Der Craft Power Express. Mal voran, mal hinterher. Wir haben ein schönes Spiel. Wenn man als Pärchen dran sein fährt, dann ist man wahrscheinlich eigentlich bereit, sich zu trennen. Aber euch schaut es gar nicht so aus. Ist recht harmonisch. Ich müsste lügen, wenn ich euch erzähle, wo wir sind. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus alles. Sieht so aus, als ob da eine Highline gespannt werden würde. Leider sind wir etwas zu früh da. Aber wäre sicher sehr geil zum Anschauen. Ja, das letzte Mal V2 für diese Transalp. Irgendwie schade, das ging fast ein bisschen zu schnell. Was hast du denn noch so für Schlusswort? Ich meine, das letzte Mal V2 jetzt für diese Tour. Eigentlich irgendwie traurig. Ja, ich auch. Das ist leider schon vorbei. Aber nächstes Jahr geht es irgendwo. Stimmt, nächstes Jahr geht es wieder weiter. Aber erstmal sind die Wiesn. Jetzt haben wir noch 366 Höhenmeter und 16 Kilometer. Ziehen Sie da das Dirndl dann auch an? Ja. Auf der Wiesn so? Da habe ich ein Schöner. Nein. Dann wäre es irgendwie noch optimaler.
anschließen. Hier kommt Petra Zeller und Frank Schonert. Jawohl, geschafft. Die due più colorati della Transalp ce l'hanno fatta. Petra e Frank. Die beiden Mitfahrer sind also. Jetzt haben wir es geschafft. Wir sind gerade schon mit Sekt empfangen worden von den anderen Teilnehmern. Die haben gestern noch das God Attack Shirt geholt. Ja, wie könnte man eine Transalp besser abschließen als mit einem Sprung in den See? Dem Frank hat die Zielverpflegung gerufen. Aber für mich geht es jetzt erstmal ins kühle Nass. Ich freue mich und ich hoffe, ich gehe nicht runter. Es ist arschkalt, aber fein. Leider geil. Das war jetzt sau gut. Jetzt ist der Fluss voll. Das ist nicht vorhandene Trail. Schluss auch schon wieder. So gut wie jetzt. Hoffen wir, die Party wird geil. Das ist auf jeden Fall ein gebührendes Ende einer tollen Transalp. Es war wirklich toll. Ich bin auch ein bisschen traurig, dass es vorbei ist. Jetzt haben wir sie wieder gefunden im Ziel. Genau. Gut gelaunt, wie immer. Wie immer. Und halt war richtig geil. Und wenn jetzt noch eine gute Musik wäre, würde ich auch noch. Aber kann ich auch so. Hey! Woohoo! Hey, baby! Ah! I wanna know! Wanna be my girl! Was, und das Mädel ist mitgefahren und der Junge ist da geblieben, oder was? Genau. Ja. Oh, ja. Sehr tough, sehr tough. Ja, die allerletzte Pasta-Party oder Meet and Eat, wie das jetzt hier heißt, sieht ein bisschen aus wie schon mal wieder Colt. Hoffen wir, schmeckt besser, als es aussieht. Da ist noch die Schlange. Und nebenan ist ein Fußballspiel, die haben gute Stimmung. Wir haben einen Alleinunterhalter bekommen. Werden wir sehen, wie die Party nachher wird, aber im Moment ist es noch ausbaufähig. Pasta Party nimmt ihren Fortschritt an und gerade ist die Siegerehrung der Damenteams und der Strom ist weg. Naja, zum Glück haben wir zumindest was zum Trinken organisiert, weil es gibt nämlich nur Plastikbecher Bier in 0,2 Größe und das war uns zu blöd. Aber die ersten sind jetzt einfach mal unaufgefordert vorgedreht und jetzt scheint der Applaus des Abends zu werden. Naja, jawohl, und in der Zwischenzeit haben wir es geschafft mit einer kleinen Showanlage hier für unsere schnellsten Damenteams. Hallo, Danilo Ferrarese, Daniele Visentin, Mario. So, jetzt sind wir bei der Abschlussparty und jetzt ist es besser, die anderen aufzunehmen. Mit der letzten Party ist gar nicht so schlecht. Es sind zwar gar nicht mehr so viele da, aber der harte Kerl rockt. Party zwar lustig, aber essensmäßig leider nicht so geil war. Kaufen wir uns den Burger jetzt halt einen Tag später. Wir sind wieder zurück und hauen uns jetzt mal das Bauchi voll. Wir hoffen, die Transalp von uns hat euch gefallen und freuen uns natürlich über einen Daumen nach oben. Videos kommen weiterhin aber trotzdem auf jeden Fall immer am Donnerstag um 4. Genau. Tschüss.